Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum und dem Afrika Live Festival. Es freut mich ja sehr, dass wir jetzt doch noch alle Leute hier reinbekommen haben und volles Haus haben. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute Abend einen Gast hier haben, Tiboho Atkins, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Schön. Genau. Schön, dass du es geschafft hast. Genau. Tiboho ist in den USA geboren, aufgewachsen in Südafrika und Lesotho, hat in Südafrika Fotografie und bildende Kunst studiert, hat in Frankreich studiert, hat dann an der DFFB in Berlin studiert und genau, hat viele Kurzfilme gemacht. Ich weiß nicht, der Abschlussfilm in Berlin war der Coming of Age oder welcher war das? Also, warte, ich habe nie einen offiziellen Abschluss. Umso besser. Genau. Du hast viele Kurzfilme gedreht, mit dem Coming of Age, der eine Stunde lang ist, den wir auch hier im Festival gezeigt haben, zusammen mit dem Kurzfilm I Am Sheriff. Wir haben auch schon Kurzfilme von dir bei Afrika Live gezeigt. Irgendwie hatten wir es bis jetzt noch nicht geschafft, dich hierher zu holen. Wir haben aber auch Filme schon in anderen Kontexten gezeigt, in anderen Programmen. Der Gangster Project, glaube ich, und deine Filme sind auf vielen Festivals gelaufen. Du warst oft in Oberhausen zu sehen, hast dort auch einen großen Preis gewonnen. Und genau, du bewegst dich eigentlich zwischen Film und auch bildender Kunst oder wie auch immer. Genau. Und was auch besonders schön ist natürlich und was dich auch besonders mit Frankfurt verbindet, ist, dass du hier auch sagen, deinen Galeristen hast, Kai Mittendorf. Genau, sind auch heute jemand von aus der Galerie hier und genau, somit auch häufiger hier in Frankfurt eigentlich bist und auch immer wieder deine neuen Arbeiten hier zeigst. Neulich hast du auch den Film in der Version, in der Galerieversion sozusagen gezeigt, die ein bisschen anders ist als die Version, die wir jetzt heute in der langen Fassung hier sehen. Gut, so viel mehr will ich gar nicht sagen. Willst du noch? Ja, ganz kurz. Ist ja wunderschön und aufregend im Kino zu sein, ne? Ja. Mit Lichter. Ja, also gerne. Ich freue mich auf das Gespräch nach dem Film. Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Ich bin in Lesotho aufgewachsen und habe öfters chinesische Traders, Geschäftshändler, Geschäftsmänner und Frauen in den ganz entlegenen Orten gesehen und war schon immer sehr fasziniert von ihnen und die waren so mysteriöse Figuren. Und dann habe ich mal eine Zeit lang in Hongkong gewohnt und war in Guangzhou. Und dort habe ich in einem Hotel war ich in einem Hotel, wo die afrikanischen Händler aus Afrika kamen, also nach China. Und so hat der Film dann irgendwie seine Form gefunden. Ja, so viel zur Erstehungsgeschichte. Ja. Danke und bis später. So, dann möchte ich nochmal ganz herzlich begrüßen Tiboho Atkins. So, okay, ich fange mal mit ein, zwei Fragen an. Du hast vorhin schon mal kurz erzählt bei der Einführung, dass du in Hongkong Afrikaner getroffen hast, die dort versucht haben, sozusagen Geschäfte zu machen oder dort zu leben. Vielleicht, du hast ja am Anfang, hast du die Afrikaner sozusagen in Hongkong gezeigt, gehst aber dann relativ schnell nach Afrika zurück. Vielleicht kannst du noch mal da so ein bisschen was zu der Entwicklung des Projektes zeigen. Wolltest du erst mehr auch irgendwie in China, irgendwie nicht nur in Hongkong, in China zeigen? Und wie kamst du dann dazu, letztendlich in Lesotho zu landen und die chinesischen Händler dort zu filmen? Okay, der Film hat, also ich habe das jetzt gerade gesehen und es gibt ja so, der Abspann ist ja wirklich sehr lang und dass es wirklich sehr lang gedauert hat, um es zu finanzieren und fertigzustellen. Das heißt, eigentlich wollte ich eine Parallelgeschichte am Anfang erzählen zwischen Hongkong, zwischen Guangzhou und Lesotho, aber es wurde dann einfach mehr und mehr in Lesotho und ich habe mich einfach führen lassen und das war auch okay so.
Genau. Und, also wir hatten es tatsächlich so verkauft, ne, dass es eine Parallelgeschichte sein sollte, aber dass es dann zu 80% in Lesotho gelandet ist, ist auch gut. Und dabei ist es mir nicht wichtig, dass es Lesotho ist. Im Film ist auch nie klar, wo genau. Es ist ein Ort, ne, in den Bergen irgendwo in Afrika. Und dass es Lesotho ist oder irgendwo anders sein könnte, ist für mich, das ist auch gut. Ja. Mhm, mhm. Obwohl von der Landschaft, man wird wahrscheinlich vielleicht schon, wenn man es ein bisschen... Ja, und von der Sprache und ja. Und Lesotho, ich bin ja dort aufgewachsen und kenn mich sehr gut aus und da war es auch möglich, die Beziehungen aufzubauen, ne? Über die Jahre und ja. Mhm, mhm. Genau, und es war ja wahrscheinlich nicht nur die Leute in Lesotho, sondern eben auch die Chinesen sozusagen, die dort leben. Wie war dort oder wie einfach hast du da Kontakt bekommen? Weil man ja auch denkt, es ist dort auch so eine Parallelgesellschaft irgendwie. Ja. Und wie einfach war es dann, mit denen in Kontakt zu kommen und die zu überreden, irgendwie im Film aufzutreten? Also mit denen, ja. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe einfach bei denen gewohnt, ne, für eine Weile. Und dann habe ich angefangen, mit denen zu drehen. Und ich hatte den Versuch auch zu erklären, was ich mache und wieso ich es mache. Aber das hat die nicht so interessiert. Die wollten, das war einfach, die hatten mich irgendwie akzeptiert in ihr Leben und dann war es okay, dass ich drehen durfte. Mhm. Ja. Ja. Der Boss hat ja gesagt und dann ist okay. Ja, irgendwie wundert man sich ja schon so ein bisschen, irgendwie in das eben die Chinesen, gut, man weiß, die Chinesen sind überall, aber irgendwie, dass sie in so abgelegene Gegenden auch gehen. Hast du da noch ein bisschen mehr über die Motivationen rausbekommen bei den Chinesen? Oder, Naja, mir ging es vor allem, es gibt ja diese so leicht hysterische Idee, dass die Chinesen überall in Afrika sind und irgendwie Geschäfte aufbauen. Und dass es eine Art Neokolonialismus ist. Ne? Und wenn man mit denen Zeit verbringt, wie ich hoffe, das zeige, ist es, die haben wirklich nichts mit der Regierung zu tun, sind einfach nur Menschen, die versuchen, ein besseres Leben irgendwo aufzubauen. Ne? Und es war auch mir wichtig, das zu zeigen, dass es wahnsinnig mutig ist, für die dort zu leben und zu überleben. Ne? Mhm. Ja. Ja, wobei man ja denkt, dass diese Lebensstandards ja eigentlich so unterschiedlich sind, dass man ja doch immer wieder erstaunt ist, irgendwie, dass es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ja, es gab ja verschiedene Wellen. Erstens kam eine Welle aus Beijing in den 90ern, glaube ich. Mhm. Und dann die letzte Welle von Chinesen sind aus der Fujian-Provence. Ja. Und die haben dann auch das Land in so 5 verschiedenen Clans oder große Familien aufgeteilt, so ein bisschen, die sich dann etablieren. Ne? Mhm. Ja. Aber es gab auch, ich meine, es gibt, man kann nicht einfach sagen, die Chinesen, es gibt verschiedene Chinesen. Es gibt zum Beispiel eine Familie, mit der ich gedreht habe, das ist ein Chinese aus Beijing, der ist Buddhist, der war wirklich, der ist nach Lesotho gezogen, weil er die Einfachheit des Lebens suchte. Und die Unberührtheit der Natur und der hat eine wahnsinnig warme Beziehung zu den Dorfbewohnern aufgebaut, mit denen er arbeitet, ne? Und also ganz anders als die Chen-Clan zum Beispiel. Oder es gab auch Chinesen, die große Straßen gebaut haben oder ein Stadium, ne? Und das waren dann eher die von der Regierung, also von der chinesischen Regierung, ne? Und ich habe dann verschiedene Pisten, verschiedene Familien gefolgt und habe ich mich tatsächlich am Ende nur für die einen entschieden in dem Film. Also, ja. Schon Fragen aus dem Publikum? Mhm. Ja, auch nochmal von mir vielen Dank für den Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, hat uns sehr gut gefallen. Ich fand sehr interessant, den radikalen Schritt, überhaupt keinen Erzähler zu haben, überhaupt keinen
was war das? Voice-over zu haben, ne? Also nichts davon. Das war, ist natürlich auf jeden Fall ein ästhetischer Akt, aber es ist auch ein sehr politischer Akt. Hm. Gerade wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel China-Afrika-Beziehungen darzustellen. War das eine politische Entscheidung auch? Ja, also ich arbeite grundsätzlich nicht mit Voice-overs, also und versuche mich auch, ich versuche mit meiner Kamera eine bestimmte Haltung zu finden, die irgendwie nicht zu nah ist und auch nicht zu distanziert. Man versucht irgendwie als Regisseur irgendwie dass man das von der richtigen Entfernung beobachtet. Ne? Und deshalb haben wir auch zum Beispiel diese CinemaScope-Format gewählt, ne? Dass es dadurch sehr filmisch wirkt, ne? Dass es ein Film wird und nicht irgendwie ein Dokumentarfilm, der sehr, sehr nah ist oder so, also dass es alles sehr szenisch aufgebaut ist. Ne? Und das gibt uns dann auch diese Distanz als Filmmacher, dass wir quasi eine neutrale Position nehmen können. Und also das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass ich habe das über Jahre gedreht und deshalb habe ich auch keinen Hauptprotagonisten. Weil sich dann ich habe das über 4-5 Jahre gedreht, aber es hat sich, die Realität hat sich immer geändert, ne? Aber die Menschen waren immer da, aber es gab keine Person, die ich so gefolgt habe, ne? Und das hat damit zu tun, dass ich das über diesen Zeitraum gedreht habe, aber auch, dass ich den Film so mit Szenen aufbaue, ne? Und nicht irgendwie eine Person habe, die das folgt, dass der Film wirklich so szenisch aufgebaut ist. Und ich gebe das da auch deshalb diesen formellen Rahmen, dass es für mich so eine Art Western ist, ne? Ja. Und das ist so die Narration quasi, die man folgt, ne? Also das, ja. Ja. Und also ich fand. Oh. Wie würde? Bestimmte Stelle war so wie Kinderperspektive ausgesehen. Eine Perspektive wie? Also wenn die Kinder. Ach so, von unten. Also, ja. Kinderperspektive. Ja. Naja, eine Protagonistin, die wir haben und die sehr präsent ist im Film, ist halt das kleine Kind, ne? Ja, ja. 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 Wir sind auch, ich meine, das Kind war auch eine sehr wichtige Person. Und da haben wir versucht, die ein bisschen ihr aufzubauen und auch so ihre Sicht so ein bisschen zu zeigen. Ja. Ja, ich habe mich dann auch gefragt, also es war ganz interessant, weil es ging ja einfach wirklich um Lesotho und um die Steppe und die Handelswege als Kontaktzonen für Menschen. Also Lesotho als Kontaktzone für Menschen aus China und für Menschen aus Lesotho. Und das gab in ganz unterschiedlichen Formen von Austauschen. Also zum Beispiel der Radiosprecher war ja unglaublich enthusiastisch und, ja. Und positiv und hat das auch, also hatte immer so gefragt, wie ist denn das jetzt? Werden die jetzt eigentlich auch so richtige Lesothaner, wie wir das sind und so. Und dieser Radiosprecher steht ja im starken Kontrast eigentlich zu dem Titel des Films, Days of Cannibalism. Und was ja schon, also so gegenseitige Zerstörung suggeriert. Und der Kannibalismus war ja letztendlich nur bei den Kühen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum denn so ein martialischer Titel, wenn es doch da so unglaublich viele unterschiedliche Schichten und Austausche und wirklich auch freundliche Wege miteinander gibt. Es gibt natürlich nicht diesen einen Überfall, wo man sich fragen kann, ist das jetzt Kannibalismus oder ist das nicht eigentlich was anderes? Ja, der Titel ist heavy hier. Und vielleicht sollte man einfach dazu sagen, dass der Titel eigentlich nur es ist der Name eines Bars. Und das habe ich, glaube ich, im Abspann geschrieben, aber ja, aber eigentlich sollte ich das vielleicht irgendwie jedes Mal sagen, aber es gibt eine Bar, die heißt Days of Cannibalism und dort haben wir sehr viel Zeit verbracht und das war einfach ein Name, der irgendwie mit uns geblieben ist. Ne? Aber es hat mir auch geholfen,
dieser Wort Kannibalismus ist irgendwie sehr geladen und sehr heavy, aber es hat mir geholfen, auch ein bisschen zu verstehen, was die Bedeutung der Kühe ist oder sind für Menschen, ne? Weil für die Basutu sind die Kühe ja, na, wie sie vielleicht erfahren haben, ja genau, also Götter mit feuchten Nasen, aber auch mehr als, haben eine große symbolische und metaphorische Bedeutung in der Gesellschaft, ne? Und man ist ein reicher Mensch, wenn man sein Reichtum durch Kühe, also wenn man sein Reichtum in Kühe investiert, ist man mehr respektiert in der Gesellschaft, als wenn man jetzt irgendwie ein Haus hat oder so, weil das ein Reichtum ist, von dem alle profitieren können. Ne? Und das heißt aber auch, wenn man die Kühe von jemandem klaut, ne? Und wenn sich Menschen durch ihre Kühe definieren und quasi ihr, auf Englisch sagt man, their personhood is, you know, dann ist das auch ein Akt des Kannibalismus. Also wenn man Kühe von jemandem klaut, klaut man Teil der Identität der Person. Und deshalb werden die Kühe und deshalb in Gericht so drakonisch oder so ernst genommen. Ne? Und mich interessiert natürlich sehr, wie diese Ökonomie der Kühe durch die Ökonomie des Kapitalismus, durch die Einwanderung, also jetzt nicht unbedingt Chinesen, aber irgendwie anderen Menschen in dieser Gegend sich verändert. Ne? Und das ist eine Art des Kannibalismus. Also es gibt so verschiedene Versionen des Kannibalisieren in dem Film. Ja. Ja. Ne, weil, ich meine, wenn die Chinesen oder die Einwanderer, sagen wir einfach die Einwanderer, anfangen auch in Kühe zu investieren, werden die Kühe nur zur Ware. Ne? Die verlieren ihre metaphorische und symbolische Bedeutung und werden nur zum Stück Fleisch. Und das passiert ja am Ende des Films. Ne? Und das sind so diese kleine Beobachtung des Kannibalismus, sind, was mich interessiert haben. Ne? Und dass die Kühe selber Kühe essen, ist natürlich irgendwie interessant. Ja. 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 Sie haben teilweise auch meine Frage, die ich stellen wollte, beantwortet. Aber der Titel von dem Film, irgendwie auch, wie Sie versuchen, sich zu referieren an diesen Gerichtsprozess. In Gerichtsprozess, also in, kommt mehr, dass der Mensch, der Tier klaut, ist nicht honest, das heißt, ist nicht ehrlich, ist nicht eine gute Bürger, also wenn man so betrachtet, aber das kann nicht referieren auf einen Kannibalismus, also was Sie sagen, weil da kommt nicht, am Ende sieht man Kühe, die fressen Knochen von anderen Tieren, da kann man vielleicht, haben Sie sich versucht, irgendwie einen Titel zu geben, der frappiert, damit der Film besser verkauft wird, oder weil der Inhalt von dem Film selbst ist so, dass Sie haben parallele Gesellschaft, wie der Film zeigt. Das heißt, die Beziehung von den Chinesen und Afrikanern ist einfach reine geschäftlich. Sieht man, wie die verkaufen, es gibt keine menschliche, also irgendwie Kontakt, dass man sagt, Verkäufer und Käufer, dass eine nette Beziehung da ist. Zeigt der Film sehr stark. Und zweitens, was mich wundert, Sie sagen, Sie sind aufgewachsen in Lesotho, ja, haben Sie gesagt am Anfang. Das heißt, Sie kennen bestimmte andere Probleme der Gesellschaft. Der Si Harmonika, sein Lied war so, dass die Chinesen abusing, das heißt, die übertreiben die einfach unterdrücken uns teilweise, konnte man so ausdrücken. Und wir arbeiten in der Fabrik, deren Fabrik arbeiten wir, wir schuften in deren Fabriken. Das ist ein Lied, das heißt, durch das Lied und so. Wie versuchen Sie dann in den Film, wir haben nichts versucht, dann für mich den Film zu zeigen, diese mehr auszudrücken, diese Verhältnisse zwischen Chinesen und Afrikanern. Warum?
Also was ich in dem Film gezeigt habe, ne, sieht man ja in dem Film. Wie soll ich anfangen? Also Sie wollten was sagen, oder? Ja. Naja, ich versuche ja in meinem Film nicht ich versuche ja keine irgendwie Schuld zu finden, oder ich versuche ja nicht irgendwie zu zeigen, wer irgendwie den anderen unterdrückt oder so. Ich versuche ja nur Momente zu zeigen, die komplex sind. Ne? Und das in meinem Film, also wie gesagt, es gibt ja sehr viele verschiedene Menschen, verschiedene chinesischen Familien, die dort arbeiten, und ich habe ja nur mit einer gefilmt. Und was ich zeige, ist, dass es, wie Sie so schön sagen, eine Parallelgesellschaft existiert zwischen den Chinesen, diese chinesische Familie, die Chen-Familie und die Bürger in der Stadt. Und dass die Beziehungen eigentlich nur so mit einer Theke zwischen ihnen passieren. Also es gibt immer eine Theke oder irgendwie eine Barriere zwischen den Beziehungen von den chinesischen Einwanderern und die Einheimischen von Lesotho. In diesem Fall. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine Familie, wo eine Frau einen Chinesen heiratet. Und ne, ich will ja nicht in meinen Film über China und Afrika sagen, darum geht es nicht. Es geht wirklich nur um diese eine Situation in dieser Stadt Tabazeka. Und dabei interessiert mich weniger, mich interessieren einfach die Emotionen der Menschen in diesen Momenten, in denen ich die filme. Ne? Und das versuche ich zu zeigen. Ich habe nur zwei Drittel des Filmes gesehen. Mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, wenn man jetzt das Leben der Chinesen dort mal so ansieht, da gibt es so eine berufliche Komponente, da haben wir jetzt darüber gesprochen, aber da gibt es auch eine private Komponente, die danach kommt. Und das hat mich sehr an das Leben der Expatriates dann erinnert. Ja, also, sage ich mal, der Weißnasen, die da irgendwo sich in Afrika da rumtreiben. Das ist genau dasselbe. Ja, die haben Probleme, die telefonieren nach Hause, die essen, die trinken, Karaoke machen sie vielleicht nicht so viel. Aber irgendwo sehe ich da irgendwo eine Parallele. Also da würde ich Sie mal fragen, wo sehen Sie da irgendwelche Unterschiede, oder ist das irgendwie etwas Ähnliches, was Sie jetzt so auch damit abgebildet haben? Naja, wie der Herr meinte, da, die Interessen der chinesischen Einwanderer sind ja nur geschäftlich. Ne? Und die Weißneisen, von denen Sie sprechen, hatten ja ganz andere Ideen. Ne? Die wollten vielleicht ihre Religion oder die Bildung oder ihre Sprache oder ne? eine andere Art. Und was ich interessant finde, ist, dass die Chinesen, die da sind, wirklich da nur für Business sind. Und das ist irgendwie eine sehr ehrliche und ganz klare Haltung. Das kann jeder verstehen. Ne? Es geht einfach nur ums Business. Und vielleicht ist das nicht irgendwie sehr charismatisch oder wie auch immer, oder ein bisschen zu realpolitisch, aber die Weißen, die in Lesotho sind oder gekommen sind, hatten ganz andere Interessen auch zum Teil. Irgendwann geht der Rollladen runter, ja, und dann ist die Arbeitszeit zu Ende, und dann ist irgendwie eine gewisse Gemeinsamkeit dann da. Also was ich gezeigt habe, war, dass die Familie Chen abends die Rollladen runtermacht und sich in ihrer Burg befestigt. Und das ist so ein bisschen so wie eine Art Schiff, das so auf den Bergen gestrandet ist, in der sie sich dann. Ja. In China ausgehen, ja.
Also was mich interessiert hat, war, dass die chinesischen Einwanderer dort sind, in den Köpfen wirklich noch in China sind. Ihre Familien sind in China, ihre ganze Emotionalität ist noch bei ihren Familien, die sie verlassen mussten, in China. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch so der Unterschied im Untertitel. Es wäre das jetzt mit Weißen gewesen, wäre es Colonialism, Chaos and Capital gewesen und oder Conquerors, Chaos and Capital. Hm. Und sowas Pioneers. Chaos and Capital. Das war der kleine, aber feine Unterschied dann. Meine Frage wäre, es gab im Radioprogramm, gab es dann die Besprechung, dass es eine Union für ihren Pay Raise kämpfen wollte. Hat sich das noch irgendwie weiter ausgespielt? Das wäre, glaube ich, auch im Anschluss an die Frage von da oben gewesen. Das wäre ja auch so eine Richtung gewesen, die hätte man verfolgen können, oder hat sich das gar nicht mehr dann so entwickelt? Das war ja so ein potenzieller Aushandlungsmoment eigentlich zwischen den Arbeitern in der Fabrik und den Arbeitgebern, die das Fabrikgebäude haben. Wäre das was eine Fährte gewesen, oder wäre das wahrscheinlich irgendwie ein Weg gewesen, den man nicht gehen kann, weil einfach diese Fabrikbesitzer keine Kamera in ihrer Fabrik haben wollen, was wahrscheinlich ist. Aber Sie hatten ja gemeint, Sie haben sich da ganz viel intuitiv führen lassen, und das sieht man auch, denke ich, dem Film sehr stark an, dass es immer so ein bisschen darum geht, so zu schauen, was passiert denn hier eigentlich und was findet hier statt. Also inwiefern, und es waren aber dann noch 5 Jahre, ne? Oder vier Jahre Filmen, die dann so das. Ja, es war wirklich nicht mein Interesse zu zeigen, ich wollte nicht zeigen, was in der Fabrik passiert, und das ist, ich meine, es ging mir wirklich nicht, im Film zu zeigen, was die, also was ich zeigen wollte, habe ich gezeigt. Was soll ich sonst sagen? Ich meine, es, ne? Also ich glaube, es ist interessant, jetzt als Beobachter, als Zuschauer, sich vorzustellen, was, ne, es ist interessant, also für Sie als Publikum, Sie können sich vorstellen, was in Fabriken passiert, oder ich weiß auch nicht. Aber was, ja. Es muss ja frustrierend sein, einen Film zu sehen und dann irgendwie zu wissen wollen, dass es keine Investigation ist der Arbeitsbedingungen in Fabriken. Nee, aber eigentlich ist es doch schön, weil der Film offen ist und weil er hat eigentlich alles, er regt einfach zum Weiterdenken an, und das ist das Schöne an dem Film, dass es eben nicht irgendwie so ins Detail bei bestimmten ökonomischen Fragen geht, sondern dass es einfach eben, wie du gesagt hast, eine Momentaufnahme ist, eine Beobachtung ist, und da steckt eigentlich viel, viel mehr dahinter, als wenn man jetzt so einen Strang irgendwie weiter verfolgt hätte oder so. Und ich meine, ich kann Sie jetzt auch noch weiter irritieren und sagen, dass der Film zur Hälfte inszeniert ist. Ja? Und es geht nicht. Zu dem, was Frau Gigas gesagt hat, ich stimmte auch. Einige Sachen kann man schon herausfinden. Die Situation von heute über die Gastarbeiter oder die Arbeitssuche woanders wandern oder die Schwierigkeiten von Afrika und wo Kapital gibt, wo vielleicht Know-how gibt. Diese Schwierigkeiten sieht man, die Landschaft ist trocken und die Kühe haben zu essen, also was sollen die essen? Sie essen dann, was sie gesehen haben. Das hat mich interessiert, bestimmt hat denen geschmeckt, oder wie ist das, wie merken sie das nicht, dass sie das eigentlich Verwandtschaft da haben? Mhm. Einfach mal so denken, ne? Dass sie daraus nur Spaß gemacht haben, Sound benutzt haben als Musik, hat auch mir persönlich gefallen. Dass diese Gesellschaft, versteht man, da ist, freut sich jemand, der was ist, also der Hintergrund in der Musik. Man hat so viele Sachen drin gesehen. Und daher kann ich jetzt sagen, mit dem Thema haben sie als Ironie genommen, dieser Titel, denke ich mal. Ja, ich. Jemand hat mir gesagt, dass sie den Film sehr lustig finden. Und das fand ich ein Kompliment. Also der Film ist auch, ja, es versucht sich auch nicht zu ernst zu nehmen. Tja. Ich fand es auch so eine ganz schöne Erzählweise, irgendwie, auch eben gerade diese Rolle der Radiomoderatoren, die finde ich auch ganz toll, weil die einfach irgendwie immer wieder wie so
Kommentatoren sind und irgendwie auch so ein bisschen den Film strukturieren und eben auch nochmal so eine andere Ebene geben, ja. In dem, was eben hieß, irgendwie, es gibt keinen Erzähler, sondern aber die haben irgendwie so eine gewisse Rolle auch so einer Art von Erzählung auch. Also ich kann mal so sagen, ich habe ja den Film über mehrere Jahre gedreht und es gab ja keine Geschichte als solches, es gab auch keinen Hauptprotagonisten, nur so verschiedene Momente, die ich dann irgendwie zusammenbaue als Film. Und deshalb habe ich dem Film eine Form des Westerns gegeben. Ne? Weil für mich intuitiv, was da passiert, es gibt so einen Moment, wo Pioniere kommen in einer Welt und sich Sachen verändern und dadurch sich die Machtverhältnisse gerade verändern. Ne? Und es gibt so einen Moment, der, auf Englisch sagt man, the lawlessness. Es geht gerade darum, weil sich die alten Strukturen, die werden zerstört und durch die Einwanderung der Neueinkömmlinge und des neuen Geldes und die globalen Kapitalströmungen und der Kapitalismus und so weiter, verändern sich die Machtverhältnisse und es ist im Moment, wo sich Sachen sehr unklar sind. Ne? Es ist so, alles ist im Flux, ne? Und das interessiert mich. Und deshalb finde ich, ist es für mich so ein Moment, dass man irgendwie aus im Western-Genre kennt, ne? Wo es darum geht, dass die Leute, die irgendwie mehr Gewalt, also dass sich die Machtverhältnisse durch Gewalt etablieren und positionieren. Und deshalb ist der Film Western für mich. Und ich kann auch eine Sache sagen, und zwar, es ist eine kleine Geschichte, aber ich habe mich mit einer Frau befreundet, die in den Laden von den Chinesen arbeitete. Und die hat einen Tag gekündigt, ne? Und die hat gemeint, ja, ich werde nur ausgebeutet von den Chinesen, das ist voll fies, ich werde, ne, die sind zu gemein zu mir. Und ich war total, ja, total, ist gut, dass du dich irgendwie emanzipierst und dass du da Schluss gemacht hast. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich habe gehört, dass gegenüber gibt es einen Laden, der von Basutu geführt wird, ne? Und vielleicht kannst du da einen Job suchen. Und da hat sie gesagt, ja, ich kann dort einen Job finden und die würden vielleicht netter zu mich sein, aber da würde ich nicht wissen, ob ich überhaupt bezahlt werde. Ne? Und das war so ein bisschen für mich so, es gibt einfach keinen Ausweg, ne? Bei den einen wird man zu wenig bezahlt und schlecht behandelt, aber irgendwie wird man bezahlt. Und bei den anderen vielleicht spricht man die gleiche Sprache, aber wird überhaupt nicht bezahlt. Ne? Also das so, und deshalb gibt es in dem Film einfach keine, und vielleicht ist das irritierend für Sie, kein Ausweg. Also es gibt keine klare Wegweiser. Ne? Ja. Ja, was Sie gesagt haben am Ende, ich stimme zu, dass Sie keinen Wegweiser geben wollten. Solche Filme, die wir jetzt gedreht haben, sind vielleicht, mehrere wären gut für momentan über Afrika in verschiedenen Aspekten, über die Beziehung zwischen China und Afrika oder Chinesen und Afrikaner, weil eben sie berühren bestimmte Punkte der Präsenz der Chinesen in Afrika, was auch teilweise auch gezeigt wurde in anderen Filmen, was die Afrikaner in China. Und das ist, finde solche Filme nicht so schlecht, in dem Sinne, dass die nicht so schlecht, weil die geben, die machen nachdenklich Beziehung zwischen Afrikaner und China nach dem sogenannten Kolonialismus mit Europa und wo jetzt man sagt, die Afrikaner lassen sich auch jetzt von Chinesen unterdrücken. Ja. Insoweit bin ich, ich finde ihre Filme in dieser Beziehung positiv und gibt den Menschen, diejenigen, die sich interessieren an diese Beziehungen, also diese Beziehung zwischen Afrika, nachdenklich und zu mehr zu forschen und vielleicht irgendwie Beschlüsse rauszuziehen, wie man das entwickeln kann. Ich danke Ihnen für den Film auf jeden Fall. Okay. Was geblieben ist bei mir? Was ist so schön? Da siehst du, hier ist eine Frage. Da siehst du, ich verstehe.
Die fragt, ob bei, weil ich dort aufgewachsen bin, ob etwas bei mir geblieben ist, ne? Ja. Ich spreche die Sprache, das ist was Schönes. Also, dass ich Sesotho spreche und mit den Leuten auf Sesotho kommunizieren kann und einen Namen habe, der Sesotho ist, das ist was Schönes, das bei mir geblieben ist. Ja, jetzt haben Sie den Film europäisch gemacht, aber gibt es nochmal, was Ihnen beeindruckt hat in dieser Zeit und Afrika, da wo Sie auch gewachsen sind? Das habe ich nicht so verstanden. Irgendwas muss so immer geblieben sein, wenn Sie dort gewachsen sind. Und dann, das ist irgendwas von Kindheit noch. Was Schönes, so, wo Sie umgekehrte denken konnten. Also ob was in meiner Kindheit... Also wenn Sie, da Sie dort gewachsen sind, ja. Was können Sie noch mal besser darstellen, von was Schönes von diesem... Also ich glaube, ich konnte nur den Film konnte ich nur machen, weil ich dort aufgewachsen bin. Ne? Sonst hätten die Leute mich nicht vertraut, sonst hätte ich auch diese Beziehung nicht aufbauen können. Ne? Sie haben uns ja verraten, dass einige Teile des Films inszeniert sind. Würden Sie uns auch verraten, welche das waren und aus welchem Grund Sie das gemacht haben? Ja, also ganz praktisch, die Gerichtsverhandlung ist inszeniert. Aber es ist jetzt nicht, es ist inszeniert, weil ich einen echten Gerichtsprozess nicht filmen durfte, ne? Weil die meinten einfach, wenn eine Kamera da wäre, könnte man, hatten die das Gefühl, dass es irgendwie, dass sie unfair verklagt werden würden, ne? dass es einfach rechtlich nicht gut wäre. Und deshalb habe ich den Richter und die verschiedenen Rechtsanwälte und auch die Angeklagten nochmal geholt und also das sind alle echte Personen, die auch ihre echten Rollen und auch also echte Fälle und so weiter, aber das ist inszeniert. Echtes Urteil, ja. Ja. Dann nochmal eine Verständnisfrage. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Geld das ist, ne? Wenn die Kuh Nochmal eine Verständnisfrage. Einfach, weil ich keine Idee habe, was Geld, was es wert ist, was, wenn gut so durchschnittlich 3.000, 3.500 kostet, was entspricht das einem Minenarbeitergehalt zum Beispiel? Also ich habe verstanden, ja, dass es natürlich nicht nur um den Wert geht, sondern dass sich das gerade ändert, aber um einfach so eine Einschätzung zu haben, 10 Jahre ist, denkt man erstmal 15 Kühe, hoch 10 Jahre, ja, ne? Aber so. Ja, gute Frage. Ich meine, ich glaube, 3.500 ist so ein halber Monatsgehalt oder ne, ungefähr. Ist nicht so viel, aber das geht ja eigentlich darum, dass der Wert eines Kuhs ja nicht eigentlich in Geld, das ist, da kann man kann, ne, man kann sagen, es ist 3.000 Rand wert, aber es hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Und das ist ja dieses Skurrile, dass sich gerade ändert und dass das Wesen irgendwie plötzlich zu einem Geldbetrag wird. Ne, und das erklärt vielleicht auch diese Diskrepanz zwischen, ne, also diese ein Jahr Haft, für, man wird jetzt, wenn man 3.000 Rand klauen würde, würde man nie ein Jahr Haft bekommen. Aber wenn man eine Kuh klaut, die 3.000 Rand wert ist, kriegt man ein Jahr Haft und das ist irgendwie okay. Ne, und das interessiert mich. Ne, also ne, dieses Moment des Umwandeln, ja, genau. Ja. Ja, also es ist ein halbes Monatsgehalt. Genau. Ja, ich merke schon, ein Film, der nicht irgendwie so einfache Antworten gibt und irgendwie Schuldige zeigt, es kann leicht irritierend sein. Also ich, was ich zum Beispiel interessant fand an dem Film, ich habe es auf der Berlinale gezeigt und habe einen Journalisten aus China bekommen und der war sehr interessiert im Film, weil er meinte, für die Chinesen in China, die wissen auch nicht, was ihre Landsleute in Afrika machen. Und das hat ihn wahnsinnig interessiert. Weil die haben auch nur diese komischen Bilder eines Neokolonialismus oder was auch immer. Die wissen wirklich nicht, also, ne, warum und wieso. Und er hat sich sehr für, ne,
für einfach den Schicksal seiner Landsleute interessiert, wie, was sie da machen und wie sie sich dabei fühlen. Ja. Und es war mir schon sehr wichtig, dass ich versuche, einfach eine Erzählperspektive zu bekommen, wo ich eine Distanz haben kann zwischen, dass ich jetzt irgendwie nicht emotional bei einer bin oder bei einem anderen bin, ne? Dass man irgendwie als Filmemacher den Schritt zurück machen kann. Ja. Im Gespräch war es ganz interessant, zum einen hatten Sie gesagt, es gibt eben diesen Western-Genre als Orientierung, als Narrativ und deshalb wahrscheinlich auch den Überfall ganz am Ende, dann um so eine schöne Szene zu haben. Auf der anderen Seite war der Untertitel des Films und auch der Fokus, den Sie gesagt haben, die Umwandlung von Werten und die Gesetzlosigkeit, die Sie im Moment der Pionierarbeit finden, ist ein unglaublich anthropologischer Blick. Also zum einen gibt es sozusagen diesen Spielfilmcharakter des Westerns und auf der anderen Seite ist dann ein sehr wissenschaftlicher Blick natürlich. Oder ethnografisch. Ja, oder ethnografisch, der also ganz spezifische, ganz klassische ethnografische Fragen auch verfolgt. Ist das so ein Spannungsfeld, in dem sich Ihre Filme so bewegen, so grundsätzlich? Ja, oder? Gute Frage. Ja, doch schon. Also ich glaube, ich ne, zwischen Dokumentar, Spielfilm, Videokunst und Ethnografie, also ich versuche dann irgendwie ne, so Zwischenräume, weil bei Ethnographie zum Beispiel ist ja ganz klar, dass man ja eigentlich nie die Realität zeigen kann. Ne? Im Moment, wo man die Kamera nimmt, wird die wahrgenommen, ne? und verändert die Realität. Ne? Und wie sich die Realität verändert, damit kann man irgendwie arbeiten als Filmmacher. Und das interessiert mich in meiner Arbeit sehr. Genau. Ja, ich habe noch mal eine dumme Frage. Warum kommt denn, oder Sie haben gesagt, es sind verschiedene unterschiedliche Familien, die da einwandern und ihren Lebensunterhalt suchen. Und aus welchen Gründen kommen Sie denn? Also weil Sie da, wo Sie herkommen, nicht das machen können oder kein Geschäft machen können und aber ein Geschäft machen wollen oder weil Sie eben die Natur wollen. Der eine haben Sie gesagt, der wollte raus, weil wegen der Natur oder sind das immer ganz unterschiedliche Gründe und kommen Sie einfach so? Ist das kein Problem? Also könnte ich auch nach Lesotho kommen und ein Geschäft aufmachen? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, also die Chinesen, mit denen ich arbeite, kommen aus Fujian, wie gesagt, das ist diese Provinz gegenüber von Taiwan und es hat eine lange Geschichte von Seefahrerei, dass sie rausgehen und die Welt entdecken. Ne? Also die sind sehr so abenteuerlustig, ne? Und auch sehr, also die Familien sind sehr wichtig, ne? Und die sind auch nicht wahnsinnig gebildet, also die waren jetzt nicht auf der Uni oder so, ne? Und versuchen, glaube ich, im modernen China finden sie vielleicht nicht so leicht ihren Platz, weil sie jetzt nicht irgendwie den normalen Schulweg machen und dann zur Uni gehen und so und in diesen sehr, also es gibt sehr viel Druck, ne? Und dass sie eher so auf einer quasi traditionellen Weise Familienmitglieder folgen in die weite Welt hinaus und sich dort irgendwie Business machen. Und da haben sie auch wirklich ein Talent dafür. Ja. Und ich meine, das wäre jetzt ein zweiter Film, wäre dann irgendwie zu verstehen, was jetzt in Fujian passiert, ne? Warum die im heutigen China irgendwie nicht ihren Platz finden und eher so auf die traditionelle Weise irgendwie rausgehen. Ja. Das finde ich sehr interessant, ja. Ja. Also man kann in Lesotho als Ausländer kein Land besitzen. Ne? Man muss die lokale Staatsbürgerschaft, also man muss Mosutu werden. Und was sie oft machen, ist, dass in der Familie oft der Mann nimmt dann, wird man zum Mosutu und die Frau behält dann einen chinesischen Pass. Ja? Und die machen es dann so. Und im Generell, also ja. Und es wird irgendwie willkommen, also es ist willkommen, dass Leute kommen und dort Business aufbauen, aber die wollen, dass Leute sich an die Regel halten und die haben irgendwie oft das Gefühl, dass das Geld nicht richtig versteuert wird und deshalb gibt es eine Spannung und die Polizei will dann
nicht unbedingt die Chinesen beschützen und dann werden die eher so zu so freiwillig, ne? Und wenn dann so ein Überfall passiert, ne, ist es so, die sind auf sich sehr auf sich allein gelassen. Also sie müssen sich schon sehr mutig sein und, ne, und sie, ja, ihren Platz finden. Ne? Ja. Und vielleicht ganz kurz zum Überfall, weil das ja so eine Szene ist. Also ich habe, das war gerade an dem Tag, wo die Fußball-Weltmeisterschaft, die Finale, das Endspiel war zwischen Frankreich, ich weiß nicht mehr wer. Und ich wollte eine Szene drehen, wo ich dachte, vielleicht, wo die Fußball schauen oder irgendwie etwas Interessantes passiert, weil ich habe sehr wenige, also weil die immer nur arbeiten, ne? Und ich habe die wirklich nur beim Arbeiten gefilmt oder halt zu Hause, und zu Hause waren sie einfach fertig und betrunken oder ein bisschen deprimiert. Und irgendwie wollte einfach eine Szene, wo sie glücklich sind, filmen. Und habe gedacht, ja, vielleicht schauen wir alle zusammen diesen Fußballspiel und das wird irgendwie eine interessante Szene und vielleicht passiert was. Und zwar um 5 Uhr fing das Spiel an und ich stand da um 4:30 mit meinem Team und dann wurden wir überfallen. Und also wir sind auch da im Bild, ne? Also ich bin die eine Figur, die das Kind irgendwie in den Arm nimmt oder versucht. Und das war natürlich, das war eine super traumatische Erfahrung, ne? Wir wurden ja alle gefesselt und gebändigt, ne? Und irgendwo eingesperrt. Aber es gab eine magische Szene, das aussieht, als wäre die inszeniert, weil die irgendwie perfekt ist und mit dem Kind in Pink und überhaupt. Aber es ist total real. Und das interessiert mich auch in meiner Arbeit, wo es eigentlich nicht mehr wichtig ist, also, ne, dass manche Szenen, der Radiomoderator zum Beispiel, der ist jetzt nicht inszeniert, aber ich habe ihm so gesagt, ich möchte gerne, dass du über Chinesen redest, ne, oder über Kühe. Und dann hat er über die Kühe geredet, über Chinesen. Also wie er geredet hat, und zwar alles live, also das war jetzt, aber ich habe das so ein bisschen, ich nenne das so ein bisschen Directing Reality, also ich versuche die Realität so ein bisschen zu inszenieren. Ne? Genau. Und die Szene, der Überfall, sieht halt total fake aus, aber das ist echt passiert. Ja. Genau. Ja. Gut, ja. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Wir danken, dass du gekommen bist und danken für den Film. Vielen Dank.